Ich mache mal jetzt so eine kleine Serie, ich nenne die mal Mystic Light, also von Light, von Leicht. Mystik ist ja durchaus ein philosophisch und spirituell schweres, schwieriges Thema. Wenn man sich da einliest, ist es sehr interessant und da gibt es so eine Art von Grundfaszination, die man hat, aber dann verliert man sich in den Texten, in den Argumentationen, in den ganzen Konzepten, die da gebaut wurden, egal ob im Islam, in der jüdischen Mystik oder christlichen Mystik oder hinduistischen Mystik, egal wo wir da hingucken. Und dann wird es sehr schnell unübersichtlich. Und mir ist es sehr wichtig, dass wir die Dinge zum Greifen haben, zum Greifen im Alltag, also da, wo jeder mit was anfangen kann und ich mich nicht durch einen Riesenwälzer durchlesen muss, der zwar, wie gesagt, sehr interessant ist und fulminant ist, aber der doch sehr schnell an Überforderungsgrenzen, an gewisse Überforderungsgrenzen führt. Insofern diese immer wieder diese leichten Serien, um sich mit Themen zu beschäftigen und da nicht gequält zu werden und überfordert zu werden. Hier Mystic Light. Das ist so, dass die Initiale dafür, der erste Podcast dafür. Und das soll das Thema sein, so zwischendurch. Mystic Light, so zwischendurch in unserem Leben. Gemeint ist das zwischendurch im Leben. Ich habe an anderer Stelle darauf schon hingewiesen und die Themen sprechen sich natürlich auch immer wieder in Ähnlichkeit an und verquicken sich ja deswegen miteinander. Oder es gibt eine Einheit, wenn man das so summa summarum im Laufe der Zeit durchforstet und durchschaut. Mystik, ich hatte es definiert neulich auch, ist ja etwas Umfassenderes. Es ist etwas, was aus der Rationalität oder aus dem Alltagsbewusstsein sehr schnell hinausgeht in andere Zustände, die wir als Menschen empfinden und von denen ich auch tatsächlich sagen würde, dass wir sie als Menschen in ihren Zuständen so brauchen. Wir könnten gar nicht existieren, wenn diese mystischen Dinge nicht immer wieder vorhanden wären in unserem Leben. Aber es hat sehr viel mit Transzendenz zu tun. Es hat etwas mit durchaus dem Jenseitigen zu tun. Es hat etwas mit dem Dunklen zu tun, das wir nicht durchschauen. Es hat etwas mit dem Unterbewussten zu tun, von dem wir zwar wissen, dass das existiert, aber es operational eigentlich nicht glauben oder so tun, als wüssten wir immer alles. Das ist ja auch der Sinn unserer wachen oder vielleicht auch unserer rationalen Existenz oder Erkenntnis. Nur das, was dinglich ist, was wir messen können, was wirklich nachweisbar ist im naturwissenschaftlichen Sinne oder im lichten Sinne, also wenn wir dem Materiemodell folgen, dass 5% des Universums helle Energie sind, nicht helle Energie sind, sondern einfach Sichtbares ist und damit Messbares ist, dann ist der Rest, nämlich ca. 95%, nicht sichtbar. Da gibt es eben neben der hellen Materie, die dunkle Materie, die 25% ausmacht. Wie gesagt, helle Materie hat nur 5%. Und dann gibt es so etwas wie die dunkle Energie, die den Rest ausmacht. Wir wissen, es ist Energie, es ist wirksam, es hat tatsächlich ständig irgendwo einen Anlass oder einen Grund aus dieser dunklen Energie heraus, aber wir kennen sie nicht. Und das ist das, was zum Beispiel auch Mystik ausmacht. Mystik ist also das Nicht-Erklärbare, das sich aber immer wieder zeigt und an dem wir teilnehmen können und das wir natürlich bis zu einem gewissen Maß kultivieren können. Insofern mal hier Mystic Light, so zwischendurch. Was meine ich damit? Zwischendurch ist, wenn du eigentlich etwas geplant hast und dich auf den Weg gemacht hast und sagst, ich will jetzt zu diesem Ort kommen und an dem Ort möchte ich jetzt ein Essen mit meiner tollen Bekannten haben und wir streben dieses Restaurant an, dann gehen wir dahin und dann fahren wir Auto und du hast gelernt, Auto zu fahren oder sie fährt das Auto und wir nehmen die Straßen den Schwarzwald hoch und es ist ein nebliger Tag und die Bäume sind schon relativ welk und die Blätter fallen von den Bäumen und ab und zu gibt es einen Windstoß und all das. Aber dein Ziel ist eben dieses gemeinsame Essen. Und bei dem Essen hast du dir vielleicht vorher gedacht, na ja, das ist so ein Essen wie sonst üblich auch, es ist in einem besonderen Restaurant. Aber es ist mal ganz schön, sich mit dieser guten Bekannten zu unterhalten und wir haben ein Gespräch und all das. Also du hast es
scheinbar wohl proportioniert in deiner Planbarkeit, sonst würden wir das ja gar nicht vollziehen können. Das ist also schon sehr wichtig auch, dass wir da so ein Ziel haben und damit eben auch umgehen oder eine Vorstellung von etwas haben oder eine Fantasie von etwas haben und so könnte sich das dann in der Realität auch füllen dadurch. Aber was dann sehr schnell passiert, sind solche mystischen Augenblicke, wo du zum Beispiel in das Auto steigst und sie steigt in das Auto und ihr fahrt da beide hoch und du denkst, was ist das denn jetzt gerade? Wie viele Leute habe ich jetzt in der letzten Zeit in meinem Auto mitgenommen? Aber dieses Gefühl, was ich jetzt gerade empfinde zwischen mir und ihr, das hatte ich vorher nicht, das war nicht da. Es gibt ja Leute, die unerträglich sind oder es gibt sehr angenehme Menschen und all diese Feelinglagen, die wir in Begegnungen zu Menschen immer wieder haben. Und plötzlich entsteht hier das Besondere. Und du denkst, was ist denn das? Und du checkst ab, ist das Verliebtheit, ist das eine Affinität, ist es was auch immer. Und du merkst, es ist was ganz, ganz Spezielles, was du nicht deklarieren kannst. Du kannst es empfinden, aber im Ausdruck deiner Empfindung, also in der Verbalisierung, die für uns als Menschen ja eine große Rolle spielt, kannst du dich dem nur annähern. Du kannst es nicht wirklich durchschauen. Und genau das ist das mystische Moment, das ich meine. So zwischendurch. Damit hast du nicht gerechnet. Bleiben wir auf der gleichen Reise. Du fährst also da hoch, diese Berglandschaft hoch. Und es kommen Kurven. Und es wird also steil irgendwo. Und die Straße ist im ganz guten Zustand. Es ist, wie gesagt, Spätherbst. Und das Auto funktioniert einwandfrei und ihr unterhaltet euch in dem Auto, das ist alles da. Dieses Gefühl bleibt, wie gesagt, als Grundgefühl zwischen euch in diesem engen Raum Auto bestehen. Autos sind sehr interessante Räume für uns als Menschen. Auch das ist ein mystisches Moment. Ich werde mich in einem späteren Audio dem mal widmen, diesem Phänomen, das da entsteht. Aber bleiben wir mal jetzt in einer anderen Möglichkeit der Mystik. Du merkst plötzlich, wie du so die Kurven und die Kehren nimmst von diesen Straßen, dass wiederum etwas Besonderes entsteht in diesem Schaukelzustand der Kurven, dieser Berglandschaft. Und das ist so ein einmaliges Erlebnis, das du hast. Du weißt nicht, wie es der Partnerin geht. Ein weiteres mystisches Element wäre, wenn sie plötzlich, ohne dass du das angesprochen hast, selbst von sich aus redet und sagt, wie sie das empfindet. Aber bleiben wir bei diesen Kurvenfahrten. Du merkst, oh, das habe ich so noch nie empfunden. Das ist tatsächlich einmalig, was da jetzt passiert. Und du genießt diese Fahrt hinauf zu dem schönen Bergort, wo dieses Restaurant sich befindet. Und dann geht es im Restaurant weiter. Das Essen wird kredenzt, du suchst dir aus der Karte aus. Die Partnerin, die Bekannte sucht sich das Essen aus, ihr trinkt ein schönes Glas Weißwein. Und bei dem Glas Weißwein kommt wieder ein weiteres zwischendurch mystisches Element. Du weißt zwar, wie Alkohol sich anfühlt und wie Alkohol wirkt, du kannst den kontrollieren und sagst also nicht mehr als die und die Gläser, weil ich fahre ja noch Auto und all das. Du kennst natürlich auch Rauschzustände, vielleicht sogar Vollrauschzustände oder einen absoluten Alkoholmissbrauch, all das ist dir bekannt als Schema, als Gedächtnisleistungen, die dir immer wieder zugutekommt in deinem Leben. Aber bei diesem Weißwein ist es nach dem ersten Schluck, nach den, sagen wir mal, ersten 3 Schlucken anders? Du merkst, da rieselt schon etwas in deiner Kehle runter durch die Speiseröhre und irgendwie empfindest du es ganz besonders. Schon wieder ein mystisches Element, wieder etwas Neues entdeckt. Mystik ist ja die Offenbarung dessen, was immer wieder unbekannt ist. Die Offenbarung dessen, was besonders ist, diese Einmaligkeit, so zwischendurch eben. Und dann geht es weiter, dann werden vielleicht Kerzen angezündet, nehmen wir mal an, es werden Kerzen angezündet, es ist ein besonders feierliches Restaurant mit feierlicher Umgebung und einem wundervollen Ambiente. Und der Ober zündet die Kerze an. Und als er die Kerze angezündet hat, geht dein Blick wie ungefähr erstmal über diese Kerze und dann verfängst du dich in der Tiefe dieser Kerzenflamme. Und du bemerkst ein Licht in dieser Kerze, das du in dieser
Fulminanz, in dieser Brisanz noch nie in einer Kerze entdeckt hast. Das ist eine ganz normale Kerze, aber deine Wahrnehmung und deine mystische Wahrnehmung ist eben eine ganz andere, wieder mal zwischendurch. Und schon hast du wieder was Neues an dieser Kerze entdeckt, das du nicht missen willst von da an in deinem Leben. Und dann wirst du versuchen, es in der nächsten Kerze wieder anders zu entdecken, was auch immer daran kommt. Und so geht es weiter den ganzen Abend lang, angeregte Gespräche, angenehme Atmosphäre. Und dann fahrt ihr wieder nach Hause. Mystic Light, so zwischendurch passiert etwas im Leben, was nicht planbar, vorhersehbar, fantasierbar, konzeptionierbar, schablonisierbar, checklistenartig, standardisierbar und all das war, was nicht all das war. Achtung, das ist der Punkt. Zwischendurch bedeutet, dass es jetzt gerade passiert, unerwartet, beteiligt, gemeint, ist keine Frage, du bist beteiligt, die Menschen sind beteiligt, die damit sind, aber es passiert etwas Unerwartetes, etwas Besonderes. Und dieses Besondere kann ich nur bedingt inszenieren. Es geschieht also immer wieder unmittelbar in dem, was da gerade vor sich geht. Mystik zwischendurch ist, wenn du dich wochenlang gequält hast mit einer Beziehung zu einem Menschen, nehmen wir mal an, zu einem Geschäftspartner, wo du Probleme hattest, wo es schwierig war, wo es rumgeackert ist und du dich schon gefragt hast, was quäle ich mich mit dem überhaupt ab? Dem kann ich das gleich vor die Füße schmeißen und das hast du schon vor beim nächsten Mal, du hast es dir vorgenommen, ist auch wichtig, du bist also darauf eingestellt. Diese psychologische Grundlage ist dann wesentlich und du willst es schon tun und plötzlich lächelt er dich an. Plötzlich bemerkst du, der hat heute was ganz anderes angezogen als sonst. Also seine geliebten Stiefel, die er immer wieder hatte, die hat er heute nicht. Auch hat er irgendwie einen anderen Pullover an. Und irgendwas ist anders in seinem Blick. Und genau das veranlasst dich zu einem, sagen wir mal, Lächeln, zu einem Innehalten. Es geht ja immer wieder das Innehalten, das sich zurücknehmen. Sich wirklich zurücknehmen. Und plötzlich fließt etwas anderes zwischen euch. Und von da an ist diese Beziehung wieder weiter möglich. Und es ist nicht der ewige Händel und der ewige Streit, der dann passiert. So zwischendurch ein mystisches Element aus irgendeinem Grund. Und auch der erklärt dir das nicht später oder es kommt zu keinem Gespräch, dass das klärt, ja, warum war denn das heute so? Diese berühmten dämlichen Fragen, die wir immer wieder stellen als Menschen. Warum ist denn das so? Oder wieso kommen sie da drauf, dass es so ist? Oder was weiß ich? So, wie kommt's ja? So, na, ist es nicht. Es passiert. Und wenn du gottesgläubig bist, dann glaubst du an den lieben Gott in dem Moment. Das ist okay. Und wenn du es nicht bist, dann ist da ein anderes mystisches Element, das vielleicht eine Erklärung bringt, aber eigentlich eine Erklärung nicht unbedingt braucht. Die Dinge passieren tatsächlich so zwischendurch in unserem Leben immer wieder. Trotzdem wir uns anders bemühen, trotzdem wir etwas Besonderes machen wollen, uns vorgenommen haben, trotzdem das Leben passiert und auch wohlproportioniert passiert, ist schon wichtig, ein Leben auch zu planen und eine Struktur darin zu haben. Alltagskonzepte, die hilfreich sind und all das, was wir in einer normalen Psychologie, Psychotherapie und so weiter auch machen, um das Leben überhaupt handhaben zu können. Aber zwischendurch gibt es immer wieder diese Elemente, die plötzlich so anders sind und so neu sind und von da an ganze Zusammenhänge verändern, ganze Sinngebungen formieren. Und die weiß ich nicht. Mystik ist das, was ich nicht weiß, was mir aber zu Hilfe kommt in dem Leben, in meinem Leben, in meinen Aktionen, in meinen Erkenntnissen. In meinen Bewusstwerdungen. Es kommt mir zu Hilfe immer wieder zwischendurch. Und es ist nicht das, was die Germanen vielleicht mal gemacht haben. Sie sitzen unter der Donaueiche, die schon ewig alt ist und warten auf ein Zeichen Gottes.
Und früher war das dann, hänge ich jetzt den Menschen da auf, zum Beispiel nur mal so ein historisches Ding rausgenommen oder nicht, und wir warten alle auf ein Zeichen Gottes. Wenn die Blätter rascheln, ist es ein Zeichen Gottes. Dann hängen wir diesen Menschen auf. Wenn sie nicht rascheln, kommt er mit dem Leben davon. Solche Dinge gab es ja auch. Das ist nicht Mystik. Das hat mit Mystik nichts zu tun. Das ist Aberglaube. Wir müssen das schon sehr trennen, auch diese Möglichkeiten zwischen Aberglaube, aberwitzigen Glaube, seltsamen Glaube und all diesen Dingen und tatsächlicher Mystik, die passiert. Also sich der Mystik anzunähern, ist eine ganz wichtige und interessante Herausforderung. Mystik, Leid im Alltag, so zwischendurch, auf der Autobahnfahrt. Nicht? Du bemühst dich, du fährst gerne Auto, du bist nicht schon am Ziel in deiner Vorstellung und in der Eile und all diesen Schrecklichkeiten, die man so begehen kann im Autofahren. Du bist wirklich in der Unmittelbarkeit dessen und immer wieder offenbaren sich interessante Dinge. Boah, den Bergrücken da drüben, tausendmal erlebt, tausendmal ist nichts passiert. Und jetzt heute, beim tausendersten Mal merkst du tatsächlich, dass er anders ist? Dass da mehr drinsteckt, als du vermutet hättest. Das ist das Leben zu entdecken in diesem berühmten mystischen Zwischendurch. Du bist offen dafür. Du, Achtung, du inszenierst es nicht, nicht dein Konstrukt. Also nicht, wenn wir jetzt konstruktivistisch denken, zu sagen, naja, der hat sich das vorgenommen, der konstruiert sich das. Nein, es kommt aus etwas, was du nicht weißt. Und steht dir dann zur Verfügung. Das ist Mystik zwischendurch. Und so passiert es immer weiter. Ahne, achte mal drauf, so in deinem Alltag, wo das geschieht. Wenn du jenseits deiner Konzepte bist, deiner Pläne, deiner Vorstellungen, deiner ewigen Strukturen. Leute sind viel zu überstrukturiert heutzutage, viel zu stark überstrukturiert, immer wieder. Das ist ja das Verzweifelte, was wir dann tun. Wir tun noch mehr von dem, um es auf die Reihe zu kriegen, um es kontrollieren zu können. Aber es ist nicht kontrollierbar. Sondern es passiert, aber in deinem Sinne und im Sinne deiner Lebensgestaltung. Achte mal drauf, wann diese Dinge passieren. Richte mal dein Bewusstsein drauf. Ich will jetzt gar nicht von den Produkten deines Unterbewussten sprechen. Also meinetwegen den Träumen, die du hast, und die ja auch viele, viele mystische Momente zwischendurch haben und zeigen in ihrer Symbolik und in ihrer emotionalen Betroffenheit. Das ist ja auch noch eine andere Möglichkeit. Also wenn du genau hinschaust und dich in dieser Art überraschen lässt, dann wirst du es überall immer wieder feststellen. Und dann ist es ein reicher, reicher, ja, wirklich eine Bereicherung für dein Leben. Weil immer wieder was Neues dinglich wird, sichtbar wird, greifbar wird, entsteht. Und dir eben dein konditioniertes Leben ergänzt. Darum geht es.